Hallo bei Selbstorientiert. Machst du demnächst dein Abitur? Willst dich jetzt optimal auf dieses Abitur vorbereiten? Dann haben wir für dich die optimalen Lernhilfen für dein Abitur jetzt in der Videobeschreibung verlinkt von uns für euch. Das folgende Video ist für euch ein Zusammenschnitt aus dem Wichtigsten, was für euch relevant ist, nachdem ihr auf dieses Video geklickt habt. Dabei ist das gesamte Video jetzt in der Infokarte verlinkt und folgt auch, nachdem ihr den Ausschnitt aus diesem Video gesehen habt. Viel Spaß beim Video. Kommen wir nun aber zu den bekannten Künstlerinnen und Künstlern dieser Zeit. Dabei gehört zu den bekannten Künstlern durchaus Paul Gauguin oder auch Emile Bernat und Frida Kahlo. Frida Kahlo ganz besonders hervorzuheben, weil sie eine der wenigen Frauen war, die schon in dieser Zeit um 1880 bis 1910 als Frau sich hier einen Namen machte und im Symbolismus agierte. Dementsprechend ist Frida Kahlo natürlich auch durchaus dafür bekannt geworden, dass sie in ihrer Zeit dann als eine der ganz wenigen Frauen versuchen konnte und auch es erreicht hat, dass die Kunst maßgeblich auch durch sie geprägt wurde und natürlich insbesondere der Symbolismus hier eine besonders und tiefergehende Rolle erreicht hat. Das heißt, Frida Kahlo de Rivera, wie ihr tatsächlicher Name war, aus Mexiko und sicherlich zu großen Teilen dem Surrealismus zuzuordnen, aber einige der Elemente auch im Symbolismus zu finden sind. Die bekanntesten Werke sind dabei Der gelbe Christus sowie Meine Großeltern, meine Eltern, ich. Das Werk ist eben von dieser bekannten Frida Kahlo und weitere Einflüsse fanden sich auch im Werk von Pablo Picasso, der ja weitaus später erst dann sein Werk Blaue Periode veröffentlichte. Also auch der Einfluss dieser Epoche auf weitere bekannte Künstler und bekannte Werke durchaus nicht zu nivellieren und durchaus interessant, wenn wir uns das so angucken. Und damit ist jetzt das Video eigentlich vorbei. Wir haben für euch jetzt die wichtigsten Informationen rund um das Thema zusammengefasst, aber wir möchten euch nochmal ein wichtiges Video an dieses Video anhängen, damit ihr nochmal eine Gesamteinordnung in das Thema bekommt. Das heißt, für euch folgt jetzt nochmal ein inhaltlich relevantes Thema. Falls ihr daran auch interessiert seid, bleibt einfach dran und dann könnt ihr euch auch ein bisschen weiterbilden. Viel Spaß mit dem Video. Die erste Frage an und wir fragen uns ja heute, wodurch kennzeichnet sich die Kunst des Gegensatzes, der Symbolismus? Was ist oder was versteckt sich hinter diesem Begriff? In der Kunst des Symbolismus versuchten Künstler und Künstlerinnen zwischen 1880 und 1910 dem aufstrebenden Materialismus der damaligen Gesellschaft entgegenzusetzen. Also ihr seht schon die Kernmerkmale oder das Kernmerkmal dieser Kunstrichtung, die zwischen 1880 und 1910 tatsächlich entstanden ist und durchaus die Kunst auch für die folgenden Jahre noch sehr stark prägte, ist, dass der aufstrebende Materialismus kritisiert wurde und dem versucht wurde, entgegenzusetzen. Das heißt, man versuchte, bestimmte gesellschaftliche Trends zu entdecken und diesen dann entgegenzusetzen. Dabei sehen die Künstler und Künstlerinnen dieser Zeit ihre Vorstellungskraft als Quelle der Kreativität. Dabei nutzen sie insbesondere die verschiedenen Motive der Sünde, der Leidenschaft, des Todes und auch verschiedener Mythen. Das heißt, für sie ist es zentral, dass die Vorstellungskraft stets die Quelle von Kreativität ist. Was heißt denn das jetzt konkret? Naja, es ist nun mal so, dass wir ja zuvor oder auch später in der Kunsthistorie, in den verschiedenen Epochen, immer mal wieder rationalistische Einströmungen haben. Da wollen die Künstler des Symbolismus sich entgegenstellen. Sie wollen versuchen, die Vorstellungskraft wieder mehr in den Mittelpunkt zu stellen und dementsprechend auch ihre eigene Kreativität als wichtige Quelle zu begreifen. Das heißt, hier geht es laut ihnen insbesondere darum, diese Vorstellungskraft zu begreifen und zu nutzen, gewinnbringend zu nutzen. Das ist also ganz wichtig, wenn wir uns angucken, wie der Symbolismus die Künstler und Künstlerinnen des 1880 bzw. bis 1910 prägte. Außerdem ist es so, dass die Künstlerinnen und Künstler als zentrales Merkmal einen Anspruch an eine schöne Kunst haben. Und diese sehen sie insbesondere als Möglichkeit, eine verbesserte Natur hervorzubringen. Das heißt, im Symbolismus geht es insbesondere darum, auch eine verbesserte Natur in der schönen Kunst darzustellen. Schön ist hierbei immer in Anführungsstrichen zu setzen und basiert natürlich grundsätzlich hier auch wieder auf der Vorstellungskraft der
verschiedenen Rezipienten, also der verschiedenen Künstler und Künstlerinnen. Aber dennoch durchaus interessant zu erwähnen, dass die Künstlerinnen und Künstler hier versucht haben, praktisch eine schönere Natur zu schaffen und ideale Merkmale an die Kunst angepasst haben. Außerdem ist es so, dass Zeichen und Gegenstände stets einen tieferen Sinn im Symbolismus bedeuten. Symbol natürlich ein tragkräftiges Wort, die Wortherkunft ganz eindeutig. Wir beziehen uns hier auf Begrifflichkeiten bzw. auf Symbole, die für etwas stehen. Und so ist es natürlich auch kein Wunder, dass als zentrales Merkmal des Symbolismus wir die Eigenschaft haben, dass Zeichen und Gegenstände einen tieferen Sinn besitzen als nur die tatsächliche Darstellung. Das heißt, nur weil etwas im bestimmten Maße dargestellt wurde und in bestimmten Maße gezeichnet wurde, heißt das nicht, dass es auch die tatsächliche Sinnhaftigkeit komplett abdeckt. Nein, so ist es so, dass ein Teil des Sinnes natürlich stets mit der Darstellung gegeben ist und geboten wird, aber dass die Künstler und Künstlerinnen stets auch versuchen, einen tieferen Sinn zu erzeugen. Zeichen und Gegenstände sollen stets mehr sein als nur diese tatsächliche Darstellung, die hier dann stattfindet in der Kunst. Also das ist ganz wichtig, wenn ihr ein Bild aus dieser Epoche analysiert, dann versucht immer auch einen tieferen Sinn zu finden und Zeichen und Gegenstände stets zu deuten im Sinne der bekannten verschiedenen Motive, die wir euch schon dargestellt haben. Außerdem ist es so, dass wir, wenn wir uns Werke angucken aus dieser Epoche, häufig traumähnliche Szenerien aufgrund von sinnbildlichen Symbolen und Metaphern sowie der Ästhetik vorfinden. Das heißt, ihr werdet natürlich häufig verschiedene Gegenstände vorfinden, weil wir eben diesen tieferen Sinn darstellen wollen, weil die Künstler und Künstlerinnen dieser Zeit diesen traumähnlichen Szenerien schaffen wollen und müssen, damit dieser tiefere Sinn überhaupt ermöglicht werden kann. Und es ist so, dass die sinnbildlichen Symbole und Metaphern auch ganz zentral sind, um die Ästhetik dann darzustellen. Das heißt, diese Ästhetik hatten wir gerade schon einmal gesprochen mit der Verbesserung gegenüber der Natur. Und so ist es jetzt auch, dass die sinnbildlichen Symbole und Metaphern in den zentralen Mittelpunkt rücken, um eine tiefer gehende Ästhetik darzustellen. Und damit soll es jetzt gewesen sein von diesem Video. Wir fassen euch nochmal die zentralen Merkmale des Symbolismus zusammen. Nun mal ist es eine Kunstrichtung, die um 1880 bis 1910 entstanden ist und die Vorstellungskraft wieder als Quelle der Kreativität verstanden hat. Zentrale Motive waren dabei häufig Sünde, Leidenschaft, Tod und Mythen, die aber vor allen Dingen in einer verbesserten Natur, in einer nun wieder schönen Kunst dargestellt werden sollten. Bei den bekannten Künstlern Paul Gauguin oder eben auch Emile Bernard und vor allen Dingen Frida Kahlo haben wir Künstler, die ermöglichen sollten, dass diese Kunst des Gegensatzes zwischen schöner Kunst und eben diesen verschiedenen Motiven ermöglicht werden sollten. Dabei resultierte das häufig in traumähnlichen Szenerien, weil Zeichen und Gegenstände stets einen tieferen Sinn haben sollten. Außerdem ist es so, dass sinnbildliche Symbole und Metaphern eingesetzt wurden, um die Ästhetik, die verbesserte Natur, die schöne Kunst zu ermöglichen. Und damit soll es jetzt auch gewesen sein von unserem Video. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Falls dem so ist, würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch abonnieren. Und dann soll es das auf jeden Fall gewesen sein. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Da haben wir ein Buch für euch verfasst, die optimale Klausur in Kunst mit allen relevanten Epochen, die ihr für das Abitur brauchen würdet. Also, falls ihr uns unterstützen wollt und ihr etwas Verschriftliches haben wollt, dann ist das jetzt in der Videobeschreibung der erste Link als E-Book und auch als Taschenbuch. Damit sollte es so gewesen sein von der Werbung und auch von diesem Video. Wir freuen uns, wenn wir euch demnächst hier wiedersehen. Und damit haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao! Das war's jetzt mit dem Video von Selbstorientiert. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr uns unterstützen wollt, lasst gerne ein Like da. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch abonnieren. Und ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns das nächste Mal hier wieder auf unserem Kanal wiedersehen. Bis dahin, haut rein und ciao!